So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und der Iswo ist natürlich immer noch am Start, wie man sieht, im Partnerlook hier. Dicke Bäuche, meine ich damit einfach nur. Und wir haben uns jetzt eine Idee zurechtgelegt. Wir haben uns erstmal ein schönes, kühles Bierchen geholt, ein Holzen natürlich, auf die Dicken. Auf die Dicken. Und sitzen jetzt am Dino. Hier ist nämlich Schatten und hier ist bequem, hier ist richtig gemütlich. Und wir wollen heute mal ein Gletschermodul anmachen, zünden. Ich muss mir erstmal eins kaufen. Ich habe die bisher nämlich noch gar nicht ausprobiert, noch gar nichts gemacht, die Pokédex-Einträge auch nicht geholt. Wir kaufen mal ein Gletscher-Lokmodul, 200. Aufbewahrungslimit erreicht. Okay, ich kann keins kaufen. Ich muss erstmal Platz im Beutel machen. Ah, Vorführeffekt. 42 Dinger zu viel. Oh mein Gott. Was schmeißt man da weg? Irgendwas, was Uninteressantes. Alter, ich hab schon wieder 120 Sonderbonbons oder irgendwas. So, 1990. Jetzt haben wir Platz. Kaufen uns mal ein Gletscher-Modul. Das Handy hängt. Einmal eintüten und zum Mitnehmen. Ich habe auch in der Gruppe Bescheid gesagt und eine Nachricht hinterlassen nochmal. Wichtige Durchsage, wer noch nicht entwickelt hat, kann ja die Gelegenheit nutzen. Ich mache den hier drüben an, den hinteren. Du kannst den vorderen hier anmachen, wenn du möchtest. Ja, Gedenktafel der jüdischen Opfer. Den drehe ich jetzt mal kurz. Den anderen drehe ich auch mal kurz. Rathaus der Stadt Hildburghausen. Da mache ich ja. So, wenn du jetzt soweit bist, dann drück drauf und dann geht's los. Ein Gletschermodul. Wir hauen's mal rein. Okay, bereit? Ich hab's gedrückt. Wir sind gespannt natürlich, was aus den Modulen kommt und wie viel aus den Modulen kommt, weil angeblich sollen ja mehr Pokémon erscheinen als aus den normalen Lokmodulen. Bei den normalen habt ihr ja alle 3 Minuten einen Spawn. Da sollen angeblich mehr rauskommen. Setze ich nix. Ein Carbador. Oh, ein Carbador, richtig genial. Das fangen wir mal kurz weg. Ich schneide das alles richtig genial zusammen. Was ist mit dir? Also bis jetzt geht der Punkt an dich. Aus deinem kam was Cooleres raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich ein Schneebedeck, Bruder. Das ist richtig genial. Auch Rex Blizzard, da geht man gleich auch mal eine gelbe Beere drauf. Wir sammeln noch ein paar Bonbons. Und was wir natürlich auch machen wollen, wir wollen uns ein Glaziola entwickeln. Aber nicht nur eins, ich muss nämlich 4 Stück entwickeln. Warum? Das seht ihr gleich, das hat auch alles seinen Hintergrund. Jetzt habe ich gerade gedacht, ein Kyogre ist aufgetaucht, aber das war nur der Schwabbelbau. Irgendjemand hat mir den Tipp gegeben, dass ich diese Push-Benachrichtigung oben mehr ausstellen kann, dass das nicht immer ins Video reingeht und da rumstresst. Übrigens geht Punkt an mich, weil Schalelos und so. Schalelos, Bruder, ist cooler als Walmer auf jeden Fall. Doch. Nein, das hat so ein breites Grinsen, das ist nicht cool. Das lacht dich aus. Jetzt stehen wir eigentlich im Kreis und haben kein Internet. Wunderbar. Jetzt wird es angezeigt, also wenn ihr es jetzt entwickelt, das ist nämlich das Höchste, was ich habe. Das entwickeln wir jetzt einmal, laufen dann zurück zum Iswo. Das wird ein richtig saftiges Glaziola. Und neben dem Höchsten möchte ich natürlich auch eins mit Blumenkranz entwickeln und ein Lucky Glaziola entwickeln und ein Shiny Glaziola. Dann habt ihr nämlich alles voll und dann passt das auch. Das erste auch voll. Ich guck mal kurz, ob wir das Shiny direkt noch machen können. Genau, wir entwickeln gleich mal das Shiny hinterher, dass ihr da den direkten Vergleich habt zwischen dem normalen und dem Shiny. Die ganze Zeit die Scheiße hier halt. Lass mal schwul rumhängen. Ja, das sieht auch richtig voll anders aus und so. Seht ihr den Unterschied? Das ist das Normale. Und das ist das Shiny. Das hat ein kräftigeres Blau und einen helleren Körper. Wir tun gleich das Lucky noch hinterher entwickeln. Und ziehen auch gleich noch den Kranz.
hinterher. Und dann kann ich die Kamera endlich wegstellen und mich in Ruhe setzen und die Sachen fangen, die auftauchen. Das noch. Die sind schon weg, die auch, ne? Und Blumenkranz. Du kannst mir sagen, was dann alles da war, ja, was geflohen ist. Naja? Was ist denn für ein Fisch? Der Fieno oder wieder. Der Fisch und die Biene, ein Fineon. Und ein Vadribje. Ja? Naja, passt doch. Brauche ich nicht. Gut. Ja, jetzt haben wir natürlich die Spawns verpasst. Das sind schon die nächsten da, Schneebedeck und Quiegel. Haben wir aber hier alles durch. Quiegel und Schneebedeck. Und jetzt setze ich mich hier nämlich hin und guck mal, was dann noch so rauskommt. Und Muschas ist auf da. Moin! Danke! Moin, moin. Ja, du musst in dem Lokmodul stehen sozusagen und dann kannst du auf den Eboli gehen und dann müsste das schon den Umriss anzeigen. Braucht man das Ding, was da rauskommt? Der Eisangreifer ist eigentlich ganz gut. Oh, ein Bediza! Das ist doch süß. Was? Eine Schnäppke. Das ist ganz auf Shiny-Jagd gehen. Kommt noch nicht was Gescheites raus? Bis jetzt kommt noch nichts Gescheites. Nee, bei dem Deoxys da kam nicht was. Ach so, da, nee. Da. Wo hast du denn letzten Mal Gescheites, ne? 71 hat es gehabt, aber 99 muss es ja hinten haben. Du musst denn jetzt 5 Kampf machen. Das Schniebel ist doch gut. So mit dem Kampf. Damals immer Seemops gefangen, bei Reiser hochgezogen, 6 Stück. Und jetzt, wenn man mit Eis angreifen will, nimmt man Mammudel, fertig. Was? Mammutel oder Mammudel oder wie auch immer. Ich kenne nur, da angeln sie doch immer. 25 Jahre, ja? Da meckern sie, glaube ich, wenn man da drin rumwühlt. Genau. Schönen Abend, zwei. Ciao. Ciao. Also bis jetzt kam ja nur Scheiße, bis zum Anfang, am Anfang. Schon wieder ein Kind vor. Also da habe ich mit dem Knopf schon bessere gefangen. Was denn? Warum machen sie kein Steinsmodul mit Kleinsteinen und Onyx und so? Komm, erzähl mir doch keinen Scheiß. So, die Module sind aus, die zwei, die wir gesetzt haben. Und ich habe mir mal währenddessen die Arbeit gemacht und habe immer alles weggeschickt, was doppelt war. Alter, schreck mich doch nicht so. Und jetzt hab ich hier eine kleine Übersicht, dass man mal schauen kann. Beim Schalelos hat es nämlich angefangen. Pupanz war dabei, Bediza, Schmerb, Quiegel, Haspirohr, Sneebel, Carpador, Samurzel, Schnäppke, Seemops, Schneebedeck, Jurob, Muschas, Weilmer, Plinfar, der kam bestimmt 3-4 Mal, Geckerbohr, Flurmel, Janmar, Schluppuck, Schwalbini. Also zwischendurch sind viele erkennbar natürlich von Wasser- oder Eis-Typ. Am Ende war es irgendwie komisch, da kamen im Prinzip nur noch Schwalbinis raus und Sachen wie Janmar, Schluppuck, Flurmel, keine Ahnung warum. Das sind natürlich jetzt nicht alle, es waren natürlich noch viel mehr, aber alle, die eben doppelt waren, habe ich dann gleich weggeschickt, dass ich nur die einzelnen von jeder Sorte da habe. Das ist also eine kleine Auswertung, was aus den Modulen rauskommt beim Gletschermodul, und die anderen zwei wollen wir dann auch mal noch machen. Aber nicht heute. Und habt ihr auch schon mal ein Gletschermodul gezündet? Was war bei euch so dabei? Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Shiny aus dem Gletschermodul bekommen? Vielleicht ein Quiekel oder vielleicht ein Schnäppke? Das wäre nämlich richtig cool. Und ja, wie findet ihr das Modul? 200 Pokécoins. Ist das zu viel? Ist das angemessen? Es erscheinen ja deutlich mehr Pokémon und Abwechslung ist auch geboten, sozusagen. Ispo war natürlich nicht so begeistert, oder? Was fandest du? Nee. Das sind alles alte Geschichten, die man schon kennt. Der Ispo hat gesagt, ja, da muss doch jetzt mal ein Impagado rauskommen. Hier, was ist das für eine Scheiße? Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Wir melden uns zurück, wenn wir die anderen zwei auch noch testen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.